Ja, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenos 2. In der letzten Folge haben wir die Namek-Saga begonnen und gegen Dodoria die meiste Zeit gekämpft. Und gegen Lord Slug, welcher aus irgendeinem Grund da aufgetaucht ist. Und hier hat der Kaioshin in der Zeit ein Fragezeichen über den Kopf. Was hat das zu bedeuten? Hallo, hey, was ist los? Ich habe dir noch nie vom Zeitnetz erzählt, oder? Okay, ich erkläre dir alles, was du wissen musst. Das Zeitnetz hat zwei Hauptfunktionen. Es dient als Netz für Tokitoki, den Vogel, der die Zeit kontrolliert. Er sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein äußerst wichtiges Wesen. In gewisser Weise ist der Kaioshin der Zeit die Pflegerin des Tokitoki und die sich um diese Aufzucht kümmern muss. Ist nicht Toki Zeit auch Zeit? Zum anderen beherbergt es das Gebäude, das also als die Zeitkammer bekannt ist. Sie enthält die Geschichten des gesamten Universums. Ziemlich alles, was jemals geschehen ist, findet sich auch im Buch von Anfang und Ende. Unter anderem ist das natürlich auch deine Geschichte niedergeschrieben. Du sollst also gut überlegen, was du dort tust. Wenn du dir deine Geschichte ansehen möchtest, kannst du das in der Zeitkammer tun. Okay. Also ja, hier die Cutscenes nehme ich an, ne? Gut, dann machen wir weiter mit der Story. Ich sagen, Zabon und die Genio-Saga, ne? Nein, ja. Toll, das ist ein Lord Slug. Sie geben einfach keine Ruhe, oder? Deshalb brauchst du mir nicht in Topform. Willst du die Zeitpatrouille gehen? Ja. Ist mal keine Auswahl. Ha, dein Affe gefällt mir. Also dann, lass uns mal rüber zur Zeitkammer gehen. Alles klar. Ich mag einen Plan von Kaioshin in der Zeit. Wenn die nochmal auftauchen, dann verprügeln wir die. Das war mein Plan. Was soll das? Ja, 762. Was? Okay, da haben wir ein bisschen vorgespult. Allein hat er schon wieder von Vegeta den Körper gestohlen. Nicht schon wieder. Wissen hat er nicht. Oh nein, der wird von mir den Körper wieder stehen, oder? Bitte nicht. Bah. Hast du das gesehen, Trunks? ベジータのやつは違いますよ。それは父さんじゃなくて敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃのう。それはパワーって、フィーチ変えた、アンケ。また、トアとミラが何か仕掛けているのでしょう。俺に任せて。 Okay. Die Leitungen sind ganz schön kurz. Letztens waren die noch voll lang, weil ich Parallelquests anfangen wollte. Da ist die Genio Force. Die mal alle in ein Spiel spielbar waren, ne? Früher war ja immer nur Genio und Rikum irgendwie spielbar. Irgendwann sind dann alle immer spielbar geworden ab Tenkaichi. Aber wie viel Charakter er das Spiel hat. Wird natürlich nicht, dass man mehr sagt, aber okay. Was geht? Okay, ich finde halt immer so geil, dass alles einfach nur so akzeptiert wird. So, ich gehe jetzt mal auf Genio los. Genio Guldo. Ja, Rikum hat voll überpowerte HP. Welche Level sind denn die? 12, okay. Passt noch. Mehr. Und ihr kriegt voll auf die Fresse. Okay, ich wollte schon wieder Genio sagen. Die Kuh ist wahrscheinlich eine ganze Ecke stärker als Guldo, ne? Was hat? Nein, Krillin. Kannst auch nicht verrecken, Mann.
Nein, Krillin. Beleb dich mal wieder, Krillin. Kann ich nicht, okay, geil. Aber ich wollte nur gucken. 13. Boah. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Ja, durch. Ja, getroffen. Nein. Noch ein bisschen näher ran. Duff. Warte jetzt. Und Finisher. Oh, oh. Voll der verzögerte Tod. Oh. Mein Charakter aus ja das Gott online. Ein bisschen Soundeffekt da irgendwie reinfügen in dem Video, wenn ich nicht zu faul wäre. Ne? Son Goku, teuflische Pläne, besiege einen Gegner. Okay. Jetzt kommt Son Goku. Genau. Na, ich habe ihn ein bisschen angeschwächt, also. Ich habe ihn ja auch angeschwächt, Leute. Seid nicht so doof. Was? Ich wollte nicht auf dich. Oh, bleib so gefälligst hier. Boah. Boah. Auf mich zu ignorieren. Ja, warte mal, Butter war als erster K.O. eigentlich. Also mach mal. Hi. Wieder keine AP abgezogen. Er geht nicht kaputt. Jetzt kriegst du AP abgezogen, was? So, okay. Kann ich mich hinterhin teleportieren oder was? Ich allein zum X drücke. Ja, wie geht halt, ne? Was ist das? Boah. Ich habe ihn noch gerade erledigt. Man kriegt so einen Goku so auf die Fresse. Und zu spät. Mal, er war doch gerade tot. Hm.
Aber du bist gleich tot. Ey. Ich kann die alleine bekämpfen, oder wie? Ach man, super. Bist euch gefälligst. Oder bleibt da stehen und lass dich abfeuern, genau. Nein, ich war auch blocken. Doch, konnte ich ihn daneben schießen? Er ist doch gar nicht bewegt, Mann. Wird verstehen. Im Parallelquest habe ich keine Sau damit. Kann nicht wahr sein. Und putt bist du. Ja, okay, ja, ich muss da nur einen Gegner besiegen. Geschafft. Ich habe 6, verdammt, zum Ausgeben. Ich will wieder weiterkommen hier. Ein paar, sonst würde da noch mehr Zeit kosten, jedes Mal zurück zum Dings zu gehen. Attributspunkte hier aufzustocken. Was? Mein Gott. Jetzt haben wir es noch beschissener gemacht. Das ist mein Körper, armer Trunks. Wie hat er das hingekriegt? Vor allem die Logik in diesem Spiel ist es ja, wenn irgendwas schief geht, machen wir es wieder richtig. Und ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Sobald es einmal ja irgendwie verändert wurde, glaube ich nicht, dass es dann einfach so gut ist. Mars von Goku. Oder wollte ich gar nicht. Ja, ich versuche deinen Körper nicht zu sehr zu ledieren. Ah. Wir wollen zur Basis zurückkehren. Das ist wieder voll, ne? Nein, gut. Ja. Trunks müsste eigentlich stärker sein als jeder andere hier, ne? Ja, stärker als Frieza in einem Zeitpunkt. Ich meine, lassen ja auch so mit sich machen, ne? Oh, zack, da zum Teil warten schon wieder. Wo ist das? Nein, das gibt's nicht. Wo ist das? Nein. Wo ist das? Ja, voll. Ha, ha. Du hast auch verloren. Ihr sollten gesagt, ich bin eigentlich kaputt. Jetzt tausche mit ihnen den Körper.
Ja, toll, jetzt wird alles wieder reingemacht. Von ein Thales. Nee, kümmere ich mich. Hey, aber eben. Ja, und dann komme ich und dann. Wow. Typ, den ich schon mal gesehen habe. Ganz schön auf der Fresse hier jetzt. Und danach muss ich die Story wieder auf Eis legen, weil ich hier wieder auf der Fresse kriege. Oder ich sollte einfach mal aufleveln, das wäre vielleicht auch eine Idee. Also Goku fragt gleich schon wieder, ich sehe doch. Was? Irgendwie klingt Thales noch bösartiger als Black Goku. Finde ich. Bei Thales hört man so richtig raus, dass er böse ist. Bei Black Goku, ich sage jetzt nur, weil die beide so aussehen so Goku, wie so ein Goku, aber keine Ahnung. Black Goku hat irgendwie so mehr stylisch irgendwie so eine Stimme. So. Genio. Ich weiß nicht, dass Son Goku die ganze Zeit überlebt hat. Er macht den ja fertig. Meine Güte. Er macht den voll fertig. Wieso komme ich überhaupt hier hin und helfe? Mein Gott. Level 18, was zum Teufel? Die Level immer. Danach soll es mit der Gino-Sage auch abgeschlossen sein, ne? Die rastet schon aus, wenn jemand blonde Haare hat, also. Shichi kann ich nicht leiden vom Charakter. Nein, jetzt nicht mich. Nein. Der arme Frosch. Ja. Er hat den Teil ist nicht gefallen. So kurz vom Level ab. Und ich bin Level 18 sogar. Okay. Gut, wir haben 19 Minuten. Da haben wir noch Zeit für irgendwas, ne? Gehen wir mal, weiß ich nicht, zu Mr. Satan oder irgendwie sowas. Irgendwas, was hier gerade am Laufen ist. Oh, hi, da bin ich wieder. Hey, der sieht so aus wie ich. あなたも気をつけてね。俺たちは2人でミラを追います。
Okay. Freezers Geheimwaffe. Oh. Okay. Dann leveln wir mal ein bisschen hoch. Passt sogar auf Bams. Nur noch Ausdauer auf 10. Und dann tun wir irgendwie auf irgendwas fokussieren. Obwohl, das brachte es sowieso nicht so im ersten Teil. Also kann ich eigentlich machen, was ich will, ne? So. Also. Na, was gibt's denn hier noch? Kann ich irgendwas machen? Ich gehe mal zu, aua, Mr. Saturn oder irgendwie so. Irgendjemanden. Hier gibt es wieder neue Sachen zu kaufen. Okay. Mr. Satans Haus, machen wir mal. Guck mal, was da abgeht. So, hi, was geht ab? Scheint alles zu gehen, um meine Herausforderung zu bewältigen. Also. Die erstmal zu toll. Achso, ich muss ja 5 Dinger machen. Haben die Auge zählt? Egal. Pass auf mich, pass auf, ich bin Mr. Satan. Wenn ich sage, du sollst nehmen, dann nimmst du sie auch. Okay, gut. Ich glaube, dass der Test schon fertig ist, oder? Ich habe ja noch nicht mal alle Fertigkeiten gesehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob du das Zeug hast, mein Leib, ich das werden. Also bekommst du noch eine Herausforderung. 10, 35 Treffer kommt wo. Habe ich das schon erledigt? Muss ich immer neu machen. Nun scheint alles zu gehen, um meine Herausforderung zu bewältigen. Gute Arbeit bei letzter Herausforderung. Du warst schneller fertig, als ich erwartet hatte. Und jetzt eine Belohnung. Was meinst du mit? Sie ist etwas zu toll. Was sagt er jetzt jedes Mal? Oder wiederholt sich das hier erstmal? Das hätte ich auch schon erledigt. Achso, da muss man immer wieder neu machen dann, oder wie? Oh, Cyberman. Was wollt ihr von mir? Hey, du da. Ja, ich dich meine. Ich spüre, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast. Hast du mal daran gedacht, deine Stärke für das Gute einzusetzen? Schließlich bist du, schließlich uns und hilf uns, den Frieden zu wahren. Ich bin übrigens der große Cyberman. Du wirst uns unterstützen. Hoffentlich gibst du mir die Antwort, die ich hören will. Wir könnten soeben einen Kandidaten für den dritten Platz in unserem Team gefunden haben. Da könntest du recht haben. Das könnte die perfekte Besetzung für unseren Boden der Gerechtigkeit sein, der große Cyberman 3. Das ist ja fantastisch. Was meinst du, aus der Zeug, dass so böse ist, im Namen der Gerechtigkeit zu bekämpfen? Ja, aber natürlich. Gerechtigkeitspatrouille. Okay. Was meinst du, aus der Zeug, dass so böse im Namen der Gerechtigkeit zu bekämpfen? Ich wusste es, ein gerechtes Herz kann nicht lügen. Es ist also ein Schicksal, großes Cyberman 3 zu werden. Also, bist du bereit, ein Held zu werden? Ja, aber natürlich. Ich wusste, dass du was sagen wirst. Dann habe ich keine Sekunde gezweifelt. Super großes Cyberman. Oh, und diese Typen sind eindeutig zu enthusiastisch. Dann ist das jetzt entschieden. Komm schon, Jaco, gehen wir. Hast wieso ich? Geh dir ruhig. Ich muss da noch nicht unbedingt mit. Wenn du nicht, dass so ein ehrenvolle Aufgabe ist, die nächste Generation ein Gespür für Gerechtigkeit zu vermitteln. Hm, na gut, aber nur dieses eine Mal. Ich glaube bloß nicht, dass ich die Super Elite immer machen, was ihr wollt, oder? Zeug zu melden. Wo sind Cyberman 1 und 2? Machen wir mal. Jakos TP und TP unter 50, ja super. Muss ich auch noch aufpassen. Na gut. Zeit läuft ab auch noch. Ist der Rede so. Weil wir darf noch nicht mal unter 50% kommen, oder? Na, komm mal her. Nein, Jaco. Komm, Schaden. Wo ist das? Ja, wieder müsste ja eigentlich schnell gut sein.
Was geht ab? Hier geblieben. Ma. Warum kommt ihr nicht auf mich? Ma. Hier geblieben. Kommst du? Kannst du tätig gefällig auf mich, Mann? Zack. Aber ich habe keine. Ich wollte jetzt MP sagen. Und zack. Weg bist du. Jetzt bin ich ein Held. Da war sie noch was. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Nur es was. Es was. Der große Saiyaman-Anzug. Oh, geil. Wir haben nicht den großen Saiyaman-Anzug. Ich will einen eigenen Saiyaman-Anzug haben. Aber okay. Green wird jetzt Speziellektion im Geschäftsviertel an. Da machen wir im nächsten Part. Wollte ich als erster zum Aufstieg des großen Saiyaman 3 gratulieren. Ja, Glückwunsch. Es ist nicht toll, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Ja, Glückwunsch, obwohl ich dich eher bedauere. Aber sei nicht so vorlig, der eigentliche Arbeit hat noch nicht angefangen. Du wirst bald Technik und Posen für den Kampf gegen das Böse lernen müssen. Die sollten super cool und fisch sein, so wie unsere. Eine gute Pose ist extrem wichtig. Ja, Posen. Puh. Ich habe Jojo's Bizarre Adventure. Guck, ich weiß nicht, wie man postet. Siehst du, Training fängt bald an. Du solltest dich vorher noch etwas ausruhen. Okay, habe ich jetzt exakt die gleichen Sachen bekommen. Ja, geil. Mein Gott, sind die stark. Ausgezeichnet. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann sagt auch bitte irgendwie, dass es ja euch gefallen hat, indem ihr ein Like, ein Abo oder ein was auch immer hinterlässt in der Kommentarsektion unter meinem Video. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss. Bis zur nächsten Folge.